Ostersonntag läuteten spezielle Hochzeitsglocken im Pfarrsaal von Hagam Hausruck. Mit dem Theaterstück Hochzeit à la carte entführte das Hager Ensemble das Publikum in das Paris der 20er Jahre. Frei nach der Komödie Alles auf einen Schlag von Claude Manier inszenierte die Theatergruppe die Boulevardhochzeit unter der Regie von Karin Fritschon. Frau Fritschon, Sie haben heuer das erste Mal Regie geführt hier für die Theatergruppe in Haag. Ansonsten spielen Sie selbst auf der Bühne. Was macht Ihnen jetzt mehr Spaß, Regie oder Schauspielen? Ja, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Es ist so, dass ich schon sehr gerne auch selbst auf der Bühne stehe. Aber eine neue Aufgabe reizt natürlich auch immer wieder. Was ist jetzt besonders schwierig am Regieführen? Naja, wenn man jetzt direkt auf die Szenen eingeht, ist sicher schwieriger, wenn viele Personen auf der Bühne stehen, von der räumlichen Verteilung her, als wenn nur ein Paar auf der Bühne steht. Das ist etwas leichter. Die Geschichte dreht sich um einen jungen Maler, der ständig in Geldschwierigkeiten steckt. Seine Geliebte beschließt ihn deshalb, mit der Tochter eines reichen Unternehmers zu verkuppeln. Zu diesem Zweck wird ein vornehmes Apartment gemietet. Fehlt also nur noch der geeignete Diener. Diese Rolle übernimmt das einfache Landmädchen Marie und sorgt mit ihrer Naivität für humorvolle Verwirrung. Wenn mich meine Cousine am Sonntag abholt, um Gottes Willen erzählen Sie ja nicht, wie weit Sie mich gebracht haben. Ist ja nicht sehr weit. Ja, fertig. Was? Ich hab's fertig, bis zu den Schultern. Sie malen aber schnell. Jetzt müssten Sie sich entscheiden. Ich frage mich, ob es nicht besser ist, wenn ich die Augen schließe. Schließen Sie ein. Vielleicht ist es besser, wenn ich selbst zähle. Zählen Sie. Eins. Ja, was ist? Vielleicht ist es besser, wenn wir gemeinsam zählen. Marie, die Brüde vom Lande. Welche Szene war jetzt besonders schwierig zum Spielen? Schwierig? Ist schwierig. Es ist einfach, die Deckenszene ist einfach, nur, dass wirklich nichts rutscht. Aber das ist auch das Lustigste, weil man überwartet, dass der Ton, das Signal richtig passt. Das war einfach am Anfang ein bisschen die Hemmschwelle, aber mittlerweile, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt. Herr Waltenberger, was ist das jetzt für ein Gefühl zwischen so vielen Frauen auf der Bühne? Schönes. Herrliches Gefühl. Vor allem, wenn man sie zur Auswahl hat. Nicht? Wir sind ja lauter hübsche Damen. Ja, ja, es ist ganz angenehm. Was macht dir jetzt besonders Spaß am Schauspielen? Überhaupt eigentlich die ganze Entstehung eines Stücks vom Anfang bis zum Schluss. Also da geht es an beim Umschreiben des Stückes bis zur Premiere, bis zu den Vorstellungen. Also es hängt so wahnsinnig viel dran, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht selbst macht. Die Frau wird vom Ehemann betrogen und die Geliebte verkuppelt ihren Lover. Dieses zweistündige Theaterstück stellt die Moral der 20er sehr in Frage. Wie sieht es nun mit der Moral von heute aus? Für Sie vorstellbar, dass Sie Ihre Partnerin aus materiellen Gründen an einen anderen verkuppeln? Nein, könnte man nicht vorstellen. Absolut nicht. Unvorstellbar. Nein, niemals. Nein. Ich würde nur einen Mann haben wollen aus Liebe und würde den auch niemals hergeben wollen, wenn ich liebe. Nein, das könnte man nicht vorstellen. Das geht nicht. Nun, obwohl sich alle einig waren, den Inhalt des Stückes nicht nachzuahmen, hat die Aufführung großen Zuspruch erhalten. Das Stück ist sehr lustig, sehr gut gespielt. Angenehm, schön. Sehr gut, ja. Ist recht lustig. Sollten Sie Lust auf eine à la carte Hochzeit bekommen haben, kein Problem. Die Theaterhochzeitsglocken läuten noch am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. April, jeweils um 20 Uhr im Pfarrsaal Haag. Karten gibt es bei Gittis Modeshop unter der Telefonnummer 077 32 37 66.